Was also hätte man unter einem universalen Verschmelzungsbegehren mit einer Frau überhaupt anfangen können, wenn doch ausgemacht ist, dass in dem Moment, wo der Mann selbst ein Weibchen wird und seine Genealogie, seinen Namen, seinen Körperform, Typen, Gestaltsgenetik weiter zu vererben sucht und damit das weibliche Begehren übernimmt, sodann die Dialektik des Patriarchats als Matrixträgerin der Frau für dieses Begehren erzeugt. Das heißt, auf beiden Seiten der jeweils andere nur als Erfüllungsgehülfe, sie als körperliche Matrixschale der Produktion des Dritten, des Namens, des Weiterlebens, eher für sie als Zuchthilfsklave, als Herkulescher, Aufgabenwerber und Erbringer zu Diensten der heraschen, heroischen Aufgaben für das Fortpflanzung und Erhaltungsbegehren des Lebendigen, wobei also beide sich herausnehmen aus der Rechnung als das eigentliche Zielort des Subjekts oder des Objekts, auf das es gülte, sich darauf einzuschießen, sondern sich als Opfer, als Gegenstand, als Dingstar, als Matrix, als Erfüllungsgehilfen, als Untergebene des Abgöttlichen herzunehmen, erlauben oder sich sogar wünschen und damit zwar die Lebensaufgaben realistisch erfüllen, aber jede Liebesphantasmatik, die auf den anderen direkt ginge, wie Abelard und Eloise, nicht als Verlötung, sondern als Verschweißung von vornherein aufgeben. Und was hätte man also mit so jemandem anstellen können, der sich selber gar nicht als das Ziel des Begehrens, der Begehrten macht, mit der man Pferde stehlen könnte oder auf die zu richten, man das artifizielle Phantasma von zwei entleerten Körpern, die allein dem Tod ein Schnippchen zu schlagen vermöchten, durch artifizielles Kunstwerk eben diese Lebenskette nicht weiter zu vollziehen, sondern sich allein auf sich zu begnügen. Was hätte man also da anstellen können, wenn es doch Seinsverfehlen für diese reproduktionsfähigen Körper wäre, nicht ihre Chance der Realfortsetzung nicht immer wählen zu müssen und somit nur als mit eigener weiblicher Fortsetzungsbegierde ausgestatteter oder eigener Dienstbarkeitszuchthilfsklave oder eigener Patriarch mit dem Wunsch, das eigene Wappen weiterzugeben und damit die eigene Seinssubjektstruktur zu verfehlen, erzielt haben könnte. Das geht einfach nicht, jemanden zu treffen, mit dem man Pferde stehlen und Bäume ausreißen kann. Denn das ist der Dialektik, der Trilektik des Ternieren unterlegen.